Hallo, ich begrüße euch. Es ist Sonntag am Abend, 20.12.2020. Naja, Weihnachten kommt, ich habe Zeit. Ich spiele ein wenig, ich spiele Schnapsen. Warum nicht aufnehmen? Warum nicht mit meiner Community, mit den Leuten, die meinen Facebook Account abonniert haben, teilen. Egal, ich werde, es ist 9:30. Ich werde mal schauen, ich werde zwar 3 Viertelstunden machen oder na, vielleicht nicht ganz so lang. Ich werde vor mich hinspielen, ich werde kommentieren, was ich mir denke. Ich werde gewinnen oder verlieren. Ich spiele Cash Game auf schnapsen.at. Cash.schnapsen.com, besser gesagt, ihr seht es eh da oben. So, 34, ihr wisst schon, man braucht 66 für das Spiel. Es gibt noch das Trumpf Ass, es gibt noch das Pik Ass. Nummer sicher. Dann kommt er halt raus. Okay, nicht einmal das ist geil gespielt vom anderen. Übrigens. Übrigens, das habe ich mir gerade vorher gedacht. Was beim Cash Game, also wenn es ums Spielen um Geld geht, bei Schnapsen.at, es gibt ja auch nur um Punkte, aber der Unterschied ist schon geil. Ich weiß nicht, wie viel Spiel hat er schon gespielt, wie geil ist er, wie gut ist er, was hat er für Percentage, ganz egal. Da geht es um die zum Beispiel jetzt 50 Cent, ja. Und das taugt mir eigentlich. Was mir nicht taugt, ist, wie, ich weiß nicht, wie meine persönliche Statistik gegen ihn selbst ausschaut, aber ist ja auch ziemlich egal. Insofern ist auch dann die eigene Statistik eher ehrlicher und bereinigt, weil ich ja echt nicht weiß, gegen wen ich spiele, aber die 50 Cent macht ja das. Irgendwann werden so Stufen entstehen. Spiele ich um 100 Euro, spiele ich um 50 Cent. Das ist schon ein Unterschied, ne? Aber derweil zwischen 50 Cent und 5 Euro, glaube ich, ist das Höchste, was die anbieten. Also da ist kein Unterschied. Also 100%, weil es gibt so viel Idioten, die auch wenn sie 10 oder 20 Euro geschenkt kriegen, sofort mit 5 spielen, weil 4 Games reichen ja locker aus. Naja, egal. Ich werde halt nicht alles kommentieren. Ihr seht das ja eh, wie ich spiele. Und es ergibt sich ja einiges einfach so. Ich meine, ob man da jetzt dazu gibt oder nicht, ob man da jetzt den König oder den Zehner spielt, das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Noch immer nicht die letzte Karte in Erwartung. Und wenn ich den Zehner spiele, also Karos sind eh schon alle weg hier. Ja, spielen wir die auch noch. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt. Ich komme aus der Steiermark, Österreich. Was auf meiner To-Do-Liste steht, ist ein Schnapsen. Wie spiele ich Schnapsen regeltechnisch richtig? Weil scheinbar ist das ein großes. Das wollen ganz viele Leute von mir, dass ich das einmal noch mache und dass sie den Einstieg ins Schnapsen finden. Aber ich werde mir das noch durchüberlegen müssen. Insofern hätte ich, glaube ich. Nein, er hat keinen Ruf mehr. Wenn sich so, wie ihr es gerade gesehen habt, das Fenster so in Rot färbt, ist es, glaube ich, ein Anzeichen, dass die eigene Internetverbindung schlecht ist. Da bin ich aber dann ziemlich machtlos.
Im Gegensatz zum Schnapsen mit Punkten ist es so, dass wenn die Toleranzgrenze des Internet, der Internetverbindung da abgebrochen ist, dann hast du das Game und damit auch das Geld verloren, egal. Du kannst nicht mehr wieder einsteigen, logisch, ja, sehr klar. Zwei Punkte braucht er, Dino. Das wäre das Ziel. Dürfte so gesehen jetzt nicht mehr das große Problem sein. Ja, es läuft nicht. Grundprinzip beim Schnapsen: bitte keine Gabeln aufmachen. Vielleicht fangen wir so an. Zum Schluss musst du mehr Punkte haben oder den letzten Stich haben. Das ist jedem klar. Aber eine der Hauptprinzipien ist auch, wenn du ein Ass mit einer kleinen anderen Karte hast, das ist eine Gabel. Wenn du einen Zehner mit einer anderen kleinen Karte hast, die nicht ausspielen, wenn du dran bist. Weil das, wenn er hoch ausspielt, auch das König Bube ist auch eine Gabel, ja? Nur die kleine heute. Aber wenn du vom Ass und König den König ausspielst und nicht wartest, bis er zum Spielen hat, den Zehner oder die kleine, das wäre ein fataler Fehler, ja? Und ich denke mal, das ist so eine Grundregel, die kann man gar nicht oft genug wiederholen. So, ich spiele jetzt wieder die Pik, also ich spiele auch nicht von dieser Gabel weg. Gabeldenken im Schnapsen ist essentiell. 38, 42, 53 mit dem Ass. Gut, der zugegeben, Alter. Alles klar. Das war ein Pflichtstich für ihn. Und ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, dass ich nochmal hingespielt habe, weil ich vielleicht schon genug gekriegt hätte, aber kann es ja nicht, ne? Doch, natürlich, Stich. Also wenn man jetzt in der Variante spielt, wenn er sich rausspielen kann, während ich zugedreht habe, spiele ich jetzt das Ass, weil ich möchte sofort gewinnen. Aber in dem Fall ist es einfach 100% sicherer, den 40er zuerst anzusagen, weil ja der Spielstand quasi eingefroren ist und ich in jedem Fall einen Dreier schreibe. So, ich brauche schon wieder nur mehr einen Zweier. Einen Zweier. Wahnsinn. Könnte man sich überlegen, ob man nicht schon zudreht, oder? Also das ist jetzt gestochen, wenn man denkt, ich kann ihn ärgern mit dem 20er, mit dem Kreuz. Oh, okay. So. Easy Geschichte, oder? 19. Diese 7. Das ist keine easy Geschichte. Moment einmal. So. Wichtig ist einmal zu wissen, ist da jetzt der König oder die Dame ausgespielt? Ich glaube, der König. So. 23, 33, 44, 66. Ja, ich habe den König, passt. Das war essentiell, weil jetzt kann ich dieses Ass spielen. Komme auf 46. Hätte er die Dame aufgespielt? Hätte ich nicht mit dem Zehner, oder hätte ich schon stecken können, aber ich hätte erst jetzt 65 zusammengekriegt mit dem 20er. Das heißt, insofern war das sein Fehler jetzt. Aber wir lernen, der König, also wenn er einen 20er anzeigt, ansagt und die Karte, die wir als
ganz so sehen, das ist die er aufspielt, also die wir dann stechen oder eben zu der wir dazugeben. Okay. Merken. Okay. Interessant ist, dass hier noch kein 20er angesagt hat, oder noch kein 40er. Ich bin jetzt dieses. Okay, er hat nichts für mich. Ich muss noch kurz meine Türe vom Büro zumachen, nicht schließen. Damit keine Störgeräusche mehr passieren und ich wirklich Ruhe habe. Sorry. So, da sind natürlich noch einige Karten drinnen. Wenn der jetzt nur einen Trumpf hätte, oder besser anders gesagt, da ein Trumpf, na, stimmt doch noch gar nicht. Eins, zwei, drei. Puh, ich brauche ein zwei, also ich brauche nur mehr eine Anzahl. Ja, dann spielen wir mal, dass ihr einen Trumpf braucht. Normalerweise muss er zudrehen, weiß nicht, ob er kann. Normalerweise muss ich dazu geben, weiß nicht, ob ich kann. Das ist echt geil. Er hat einmal einen Trumpf eingestochen. Eins, zwei, drei. Wenn ich jetzt dazu gebe, den Zehner. Weil der hat dann das Ass. Ich glaube, dann reicht das für einen Einser. Der 20er ist einer. Ja, den habe ich übersehen. Wenn ich jetzt stich. Boah, geiles Karten. Boah, und der trat zu. Ja, super, das ist echt geil. Uah, grauslich, 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 grauslich. Ja, wird er in jedem Fall gewinnen. Durch den Zehner, da hat er noch den König. Eieieiei. Das war jetzt nicht schön. Die zwei letzten Spiele waren zum Vergessen. Das kann ich definitiv anders spielen. Ja. Aber darum geht's ja. Wir wollen ja lernen. Vor allem ich. Ja, die Plattform vom Cash Game, danke, wird wieder ein 3 haben, ist mittlerweile so angeblich, dass man ein- und auszahlen kann. Ich habe es noch nicht probiert, weder das eine noch das andere, aber mich wundert es auch, dass die den Schritt zum Cash Game so schnell geschafft haben und vor allem. Wo sind da die Regulatorien? Da steht zwar rechts oben immer das Spiel, weil meiner Meinung nach, also vom Poker her kenne ich das, muss ich beim Cash Game die Chance habe, meine vergangenen Spiele nachzuschauen. Weiß ich noch nicht, wie das genau geht da. Weiß ich nicht, wie man Schnapsen als Glücks oder als Glücksspiel titulieren dürfen sie es ja nicht, weil sonst wären sie ja wirklich mehr reguliert, sondern dass es ein Könnenspiel ist. Und wie sie da argumentiert haben oder wie da die Regulatorien sind, mir taugt es, keine Frage. Gut.
Hut ab vor der Firma, aber irgendwie ein bisschen unerklärlich für mich. Der Wolf gibt es mir zurzeit ziemlich, ja? 4 zu 1. Jetzt habe ich da zwei Gabeln, wenn das schon das Thema des Videos ist. Und deshalb spiele ich da die dritte Karte, in der Hoffnung, dass er das Ass nicht hat, aber ist halt nie der Fall. Er hat das Ass, ich habe keinen Trumpf, er hat nur einen 20er. Und in dem Fall muss ich sofort stechen, weil ihm bräuchte ja Dreier. Wenn ich jetzt den 20er ansage, habe ich 28. In der Hoffnung, dass der 10er liegt und er einen Trumpf braucht. Das war wahrscheinlich gescheiter, als wenn ich den Trumpf spiele. In der Hoffnung, dass der 10er und der Ass, das Ass liegt. Oder eins davon und ihm das zu schade ist. Das ist echt die Frage. Ich spiele den 20er. Leider hat er einen 10er. Wie immer. Da spielt zum Beispiel den König, weil die Karte kommt ja sowieso nicht zu mir, also der 20er ist weg. Und da gibt es noch die Gabel, also die kleine Gabel. Deshalb spielt er jetzt. Okay, er hat schon genug. Aber vielleicht habt ihr mitgekriegt, worum es mir geht. So. Zudrehen. Hat das Ass? Er hat auch das Ass. Es ist ja unglaublich. Was noch nicht heißt, dass ich verloren habe, weil, wenn er jetzt die kleine Trumpf nicht hat, hier hat er nicht, ist es noch nicht, gar nicht fix, dass ich nicht genug kriege. Eher wirklich genug. Wichtig ist, bei solchen Konstellationen immer mit der Trumpf anzufangen. Da kann man sich jetzt entscheiden zwischen einem König und einer Dame. Ich nehme einen König. Ja, den weiteren König. Er hat den Trumpfkönig. Den Trumpfkönig. Ich glaube, dass ich will, dass er einen Trumpf einmal braucht. 20er ist keiner mehr ausständig. Ob ich da jetzt den 10er oder die Ass spiele, ist glaube ich ziemlich egal. Erstmal draußen ist klar, er hat nur mehr einen Trumpf. Für mich stehen 4 Stich. Und bei 25 sollte es reichen. So, ach da stich ich sofort natürlich. Ärger ihn jetzt da mit der Dame. Ja, es geht in die heikle Phase. Mir war es schon recht, kleinen Zwarer zu schreiben. Bitte kein 20er. Okay, das ist aufgegangen. That It was because of Kreuz. Es steht einfach alles bei mir. Trumpf ist, hat auch schon einen eingestochen. Ja, cool. 5% sind Rake, also 5 Cent von dem einen
insgesamten Euro behält sich die Firma ein, die Spielplattform, was ja absolut okay ist. Also das sind zwar 10% von meinem Einsatz, von 50 Cent haben es 5, aber den muss ich ja quasi halbieren. Insofern ist es nicht so schlimm. Und ich glaube, wenn man eine Gewinnrate von irgendwas bei 55% aufwärts hat, ist man da schon Winning Player. Auch mit dem Rake. Wundert mich bis jetzt, so wie immer ganz schnell Gegner bekommen. Also, es ist noch nicht 10 Uhr am Abend, Sonntag. Und es dürften schon einige Spieler da sein. Happy Hippo kenne ich nicht. Ich glaube, das ist ja das letzte Spiel für heute. Also, nicht für heute, aber für dieses Video. Ist jetzt eine coole Entscheidung. Ich finde, allein deshalb macht es sich schon bezahlt, sowas aufzunehmen. Ich will jetzt keinen 20 gefährden, denn ja, gut, ich kann jetzt mich entscheiden vom Zehner weg oder den Buben. Wenn Buben klein sticht, ist mal Zehner da im freien Feld. Er hat es aber mit Ass gestochen. Finde ich sehr geil für mich. Man muss ganz ehrlich sagen, die Karten sind scheiße. Aber man muss halt weiterspielen. Normalerweise komme ich jetzt nicht mehr raus. Normalerweise dreht er jetzt zu, genau. Da war nicht mehr möglich. Ich bin schon froh gewesen, wie ich einen Stich gehabt habe. Auch ein No-Brainer. Wie gesagt, da nicht die Gabel aufgeben, die Kreuzgabel, wird er nicht aufspielen. Ja, jetzt kann man schon was überlegen. Ich habe schon Trumpf gespielt, ja, den König. Wenn ich das jetzt Stich 16 und das mit der Trumpf habe ich 20, 21, 20, 31 mit dem, sagen wir so, es bleibt nicht wirklich für über. Wenn ich das Stich mit der Ass und es liegt der 40er, habe ich genug. Was kann ich mir mit dem 20er ausspielen? Hätte ich mit dem Trumpf gestochen, hätte ich den Kreuzstich sicher gehabt, aber ich wäre auch noch immer nicht fertig gewesen. Jetzt kann ich allerdings, dass du mir rein. Was ist denn Pik gewesen? Ich kann Pik spielen, gell? Das wäre auch noch immer zu wenig. Habt ihr jetzt gesehen, warum ich verloren habe? Also ich habe das Zeitkontingent nicht mitbekommen. Ich habe da überlegt jetzt, aber gesehen habe ich es nicht. Habt ihr es gesehen? Bitte um Kommentare, weil sonst rege ich mich sogar auf bei der Plattform. Ich muss ja da wohl gewarnt werden, oder? Ich bin nur in Gedanken. Okay. Ich nehme es einmal hin. Ist aber cool. Übrigens ist mir, also im Nachhinein fällt mir auf, da, ich sehe das ja sowieso nicht mehr. Wie viel Zeit ich noch habe, ich sehe am Anfang, dass das Zeitfenster in Anspruch genommen wird, aber dann hört es auf, gell? Firefox übrigens. Neununddreißig, neunundvierzig, 51. Karo hat dann, oder? Nummer sicher ist so. Jetzt
Das ist das zweite Mal, dass ich nochmal sicher so sage und das stimmt nicht. Stimmt, ja. Geil. Ja, ich habe eh wenig Zeit zum Schnapsen, aber zurzeit bin ich sehr verunsichert. Also, was ich für ein Scheiß zusammenspiele, ist ja unglaublich. Kann man das besser spielen? Dann bitte helft mir und schreibt Kommentare. Das kann es ja nicht sein. Sie nicht weiterkommen. Kann man das Spiel überhaupt mit 60, 70%, 65% Gewinnwahrscheinlichkeit spielen? Das wäre mein Traum. Es kann nicht sein, dass alle immer sich so reinklemmen wie wir, oder? Naja, schauen wir mal. Wieder geile Entscheidung, oder? So, ich gebe dazu. Was gebe ich dazu? Wenn, dann muss ich ja den Big Zehner dazu geben. Oder wo hat er. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ist der Big Ass schon weg? Jo, glaube ich. Fünfundzwanzig Sekunden. So, das Ding ist weg. Okay, da links unten ist das Rote. Na, mir ist es jetzt zu blöd. Nur auf der sicheren Seite bin ich, wenn ich das spiele. Genau. Okay. Links unten. Marschiert der Kreis. Das ist meine Zeitvorgabe. Die habe ich beim letzten Spiel übersehen. Okay. Ärgern, wann immer es geht. Zudrücken, wann immer es geht. Ein wichtiger Grundsatz, aber ich glaube, ich kann noch nicht. Also ärgern. Geil, wieder mal wie immer mit mir ganz easy spielen kann. Und ich kann mir eigentlich nicht wirklich viel vorwerfen, aber ich will nicht jammern. Doch, ich jammer gerne. Spielen wir noch eins, spielen wir noch eins. Bitte. Ich mag diese Session mit einem Gewinn abschließen. Wieder gegen den gleichen Gegner. Ich meine, ich habe ja nicht gemerkt, dass er jetzt sowas von gut wäre oder so. Doch, ich kann zwischen Herz und Kreuz kann ich mir entscheiden. Die Chance, dass er Kreuz hat, ist geringer. Die Chance, dass das Herz hat, ist größer. Ja. Aber das, was er schon wieder, wenn er schon wieder mit dem Trumpf Ass anfängt, dann weiß ich, er hat schon wieder alles. Vergiss es. Forget it. Und jetzt? Ich bin geneigt dazu, Trumpf zu spielen. Ja, Herz mache ich nicht auf. Karo ist ein großer Karten. Karo ist eine große Karte. Aber ich gebe ihm die Kreuz, sagen wir mal so.
dann habe ich die Trumpf. Ich will nur mehr rauskommen. Mit Karo. Oh, ah, wenn du dann ein Lichtlein siehst, kommt von irgendwo ein 20er hier. Das ist ein Scheiß. Okay. Da spielt den Zehner. Er hat den das Ass nicht gehabt. Unglaublich. So kriege ich sicher genug, ne? Weil die Herz steht ja. Ohne Herz wäre es eh knifflig. Aber die macht mich sicher. Entschuldigung. Versuche ich schon relativ schnell zu stechen, weil der Dreier, der schreit schon daher, ihr wäre kein Trumpf sonst. Also meine Karten sind suboptimal. Ja. Wie viel Pik hat er noch? Na, kleine Kreuz und das war's ja. Die Resonanz in den Kommentaren von wegen, was kann ich besser machen, würde ich mir schon noch mehr wünschen. Bedeutend mehr. Also bis jetzt habe ich noch, ich glaube, es war eine Situation, wo mir einer gesagt hat, da hättest du aber so und so spielen können. Ansonsten habe ich noch nicht wirklich viel gelernt von euch. Selbst wenn da jetzt der Bube ist oder kommt, das hat eh schon genug, aber ja, schreiben kann ich da nicht mehr. Es schaut aus, dass ich diese Session nicht mit einem Sieg enden werde können, weil ich werde nach dem Game aufhören, ein neues anfangen, ein neues Video. Was ist? Gibt es ja dann noch dazu? Nur weil der. Na, mach ich nicht. Ein König oder einer. Und es kommt keine Trumpf. Letzte Karte. Spielhu. Nutzt halt nichts mehr, wenn er schon 6 hat, ne? Ja, traurig. Aber so ist es, so ist Schnapsen. Danke für Cash Game Schnapsen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.